Hallöchen und schön, dass du wieder dabei bist hier zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. So, weg damit. Wir müssen zum Erdfall gehen und uns dort mal ein Ründchen umsehen. Dazu muss ich aber erstmal diesen Erdfall hier finden, ne? Erdfall, Erdfall, Erdfall. Hallo, Velva. Ich glaube, ich muss dich töten. So. Hopp. Friss Kristallscherben. Jawohl. Sehr schön. Ah, da ist er. Da ist der Erdfall. Da wollen wir runter. Das ist eine schöne Schlucht hier, würde ich sagen. So. Da wären wir auch schon. Dann gucken wir mal rein und schauen, was der Sohn des Stiftsvogts, ich glaube, es ist ein Stiftsvogt, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Was der da unten so treibt in diesem Erdfall. Auf jeden Fall soll ja da unten ein Kult sein Unwesen treiben. Der Hof des Aufruhrs. Mal gucken, ob gerade jemand zu Hause ist. Weil sie rennen, glaube ich, werden wir auch treffen. Vermute ich jetzt mal. Ja, natürlich treffen wir die. Nidoril ist verrückt! Er griff Eldon an und eine dieser schlimmen Kreaturen riss mir die Kapuze runter! Was? Diese junge Dame hatte es aber wirklich eilig. Und was war das von wegen Nidoril und einem Angriff? Sie meinte, dass Nidoril jemanden angegriffen hat und sagte irgendetwas über Kreaturen. Ja, nun, dann sollten wir lieber auf der Hut sein. Ich glaube nicht, dass dieser Erdfall ganz natürlich ist. Seine Größe macht mir Sorgen. Wenn der Boden weiter abfällt, könnte er ganz Relentil verschlingen. Glaubt ihr wirklich, dass der Erdfall so gefährlich ist? Es fühlt sich echt gefährlich an. Und wenn es Teil der Pläne des Hofs des Aufruhrs ist, nun, dann kann ich mir kein erschreckenderes Ereignis vorstellen, als dabei zusehen zu müssen, wie Relentil von einem Erdfall verschlungen wird. Machen wir weiter und finden wir heraus, was hier unten vor sich geht. Na gut, schauen wir uns mal um, ne? Was ist das denn? Huch. Ich geh mal weiter. Ich geh mal ganz vorsichtig hier weiter. Schön, Jagra sind auch da, super. Die Wände und Decken, sie sehen nicht stabil aus. Ich versuche, die Schwachpunkte zu stärken und euch einzuholen. Wie wär's denn, wenn du mir lieber mal helfen würdest? Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Hier gehe ich mal. Hier gehe ich mal nicht vorbei. Die sind gut explodiert. Aber ich sehe schon, hier ist einiges im Argen. Kannst du knicken? Au! Oh. Irgendwie fehlen mir aktuell noch so ein bisschen Spells, mit denen ich Schaden machen kann, ne? Vor allem so AOE-Schaden. Ich meine, gut, wir sind ja noch... wir sind ja noch relativ am Anfang. So. Puh. Da ist nicht ohne gewesen. Mehr von diesen Jagra-Kreaturen. Seid vorsichtig. Ist da jemand? Helft mir!
bitte! Na, wen haben wir denn da? Der irre Bastard hat mich niedergestochen. Ihr Götter, das tut weh. Also ich sehe hier gar kein Blut. Es war doch nur eine Art Spaß, sich dem Hof des Aufruhrs anzuschließen. Die Tugenden unseres Altmaerbes nach außen kehren. Aber Nedoril, er hat die Sache zu weit getrieben. Was meint ihr damit, zu weit? Als wir hörten, dass sie planen, diese Kreaturen freizulassen, machte ich den Fehler, zu sagen, dass sie verrückt sind. Nedoril widersprach mir, nannte mich unwürdig. Dann stach er auf mich ein. Wo ist Nedoril jetzt? Eldon! Eldon! Der Hof des Aufruhrs wird die niederen Völker ausmerzen. Vielleicht kümmere ich mich um unsere unwürdige Dich Köln. Heilig weg, mein Freund. Aber erstmal muss ich noch an ein paar Jagra vorbei. So. Hui. Oh, wir können unseren instabilen Begleiter verändern. Cool. Warte mal. Können wir da schon was? Nee, wir haben keine Fertigkeitspunkte. Schade. Noch geht gar nichts. Aber demnächst. Trete ins Licht, junge Dame. Nee. Leider nicht im Moment. Ah. Hier drüben. Ganz leise. Okay. Sagt mir, ob ihr seht, was ich sehe. Steine. Ich sehe tote Menschen. Und Jabba the Hutt. Ihr seht das doch auch, oder? Meine Augen spielen mir keinen Streich, nicht wahr? Das ist eine Seekrecke. Ach so, doch nicht Die Jabba. Die hat man auf Sommers End nicht mehr gesehen seit... Nun, das muss schon mindestens ein paar Jahrhunderte her sein. Was ist denn eine Seekrecke? Ein elendes und gefährliches Volk. Sehr mächtig. Die Seekrecken kommen aus dem fernen Unterwasserkönigreich Ulvorkus. Wer ist diese Gestalt mit der Kapuze bei der Krecke? Und seht mal, noch mehr von diesen Kluftperlen. Sie sind überall. Warum sind die Seekrecken gefährlich? Die Krecken sind ein gottloses Volk. Vielleicht das verhassteste in ganz Tamriel. Da so wie die aussehen. Die Seekrecken sind noch schlimmer. Sie setzen perverse Magie ein und gieren schon lange nach Sommers End. Sie glauben, dass die Insel einst ihnen gehörte. Sie plündern und entfesseln Seuchen. Sie sind einfach grässlich. Hat das etwas mit dem Hof des Aufruhrs zu tun? Die verhüllte Gestalt könnte ein Mitglied des sogenannten Hofs des Aufruhrs sein. Inzwischen würde mich nichts mehr überraschen. Diese Krecke macht mir allerdings echte Sorgen. Ich kann mir nichts Schlimmeres denken als ein Bündnis zwischen diesen elenden Bestien und dädrischen Kultisten. Und das ist dann die Quelle der Kluftperlen. Sie haben sicher eine Verbindung zum Unterwasserreich der Seekrecken. Aber sie scheinen absichtlich nach hier unten gebracht worden zu sein. Seht nur, wie die Jagra von ihnen angelockt werden. Ich lege mich mit der Seekrecke an. Ihr kümmert euch um diese Kluftperlen. Na gut. Meister! Eindringlinge in der Höhle! Zu mir, meine Kreaturen! Oh oh. Vernichtet die Eindringlinge! Ich glaube, wir wurden enttarnt. Junge Trottel, wir müssen darüber. Code 37! Code 37! Erlebt die Kraft von Ketora! Wir müssen hier raus! Code 37! Code 37? Ach so, Code 69 wollte ich sagen. Lass mich raten, du machst wieder mal gar nichts, während ich diesen Speier hier angreife. Ne, natürlich macht sie nichts. Warum kämpft die nicht mit? Irgendwie. Sag mal.
Das Vieh klebte an mir. Das war echt ätzend. Ja, wir sind fast da. Wie wär's denn, wenn du mir hilfst? Dann wären wir noch schneller da. Wie kommt die eigentlich an den ganzen Viechern vorbei? Frage ich mich, wie schafft die das immer wieder? Oh. Mist. Falsch gelaufen. Das passiert. Aber hey, das sind alles EP, ne? Also, da will ich mich jetzt auch gar nicht beschweren. So, schnell. Die kommen zurück. Okay. Nope. Geh weg, aua! Hui! Halleluja! Weg damit! Fertigkeitslinie Kind der Bucht. Warum auch nicht? So, warte mal. Ah! Schön! Jawohl, da freut man sich. Da kann man ruhig auch mal klatschen wieder. So. Blitzgestalt. Ah. Erholung. Na, ich gucke jetzt gerade mal. Also, ich denke mal, hier werde ich nichts skillen jetzt erstmal. Erholung, ja, das wäre natürlich ganz schön, aber... Ja, auch das ist ganz schön. Das ist alles wunderbar. Aber ich denke mal, ich werde meinen instabilen Begleiter aufwerten. Und zwar zu einem Clan-Bann. Denn ich glaube, der tankt so ein bisschen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, dann kann der tanken. Ha! Au! Oh, bisschen zu spät gedrückt. Also er versucht zu tanken, sagen wir es mal so. Na, ich weiß nicht, ob das ein Tankbegleiter ist, aber... Im Moment tankt er. Das ist sowas wie die blaue Mülltüte in World of Warcraft. Nur ein bisschen schicker. So. Da entlang, hier oben! Was? Wo? Wo, wie, was, wann? Oh. Verflucht! Keine Spur, wo die Seekrecke hin ist. Die ist abgehauen. Wo ist Neduril? Männlich, wohlgemerkt. Verdammt! Ich war nicht schnell genug. Das war es dann also. Die Seekrecke ist entkommen. Finden wir erst einmal heraus, was uns hinter dieser Öffnung erwartet. Natürlich. Seekrecke hat uns etwas als Erinnerung dagelassen. Wir müssen diese Kreatur beseitigen. Ja, lass mich raten, das darf ich machen. Du wirst keinen Handgriff tun. So, Heiliger Clan-Bann. Flieg und Sieg oder so. Eieiei. Oh, weil sie denn kämpft mit? Nein. Das kann ich ja eigentlich fast gar nicht glauben. Na gut.
sie hat mitgekämpft, ne? Also sie... Sie hat sich mal bewegt für einen Moment. Ah, jetzt bewegt sie. Ha! Du kannst gleich mal weggehen. Das Ding macht böse Aua. Nein! Ach, geh weg. Ach, mein Klammbahn ist tot. Klammbahn! Boah! Ha, 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 ha. Erstmal ein bisschen erholen. Geh weg. Drecksvieh. Oh, nein, 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 nein. Nein. Huhuhu. Das Vieh hatte ich nicht so stark in Erinnerung. Da. Ich glaube, hier drüben kommen wir raus. Wow. Das war eine knappe Kiste. Mehrfach. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das überlebe. Ich dachte, wir würden jetzt echt so ganz knapp dran scheitern. Aber es ging Gott sei Dank gerade noch gut. Meine Güte. Da sagt mir noch einer, MMOs sind Easy Mode. Vor allem diese Larven sind halt lästig, ne? Also, wenn du die nicht schnell genug wegbombst, dann, dann spielen die den Facehugger und dann... Dann hast du keinen Spaß mehr. Ras wusste, dass er euch hier findet. Toll, Ras. Schön, dass du da bist. Seekrecken. Das ist schlimmer, als der Ritenmeister dachte. Sprach die hübsche Psychikerin da von einer Seekrecke? Nein, Ras muss sich verhört haben. Das kann sie nicht gesagt haben. Die Seekrecke Ketora arbeitet mit dem Hof des Aufruhrs zusammen, zu dem auch der Sohn des Stiftsvogts gehört. Ah, doch, der Stiftsvogt. Eine Krecke? Das ist schlecht. Und Seekrecke? Das klingt sogar noch schlimmer. Wenn die Seekrecken Sommersend bedrohen, muss Königin Eiren davon erfahren. Wir müssen handeln. Halt! Was habt ihr da über den Sohn des Stiftsvogts gesagt? Niduril hat sich dem Hof des Aufruhrs angeschlossen. Er tötete einen anderen Initianten und arbeitete mit der Krecke zusammen. Dedra, Verehrer. Auf Sommersend. Und Krecken. Ras gefällt die Lage immer weniger. Und was Niduril angeht, Ras weiß, wie man mit Verrätern umgeht. Dieser wird euch am Haus des Stiftsvogts treffen. Alles klar. Oh, da freue ich mich jetzt aber drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Ras mit diesem Verräter macht. Ich hoffe, er durchbohrt ihn. Mit seinen Dolchen. Oder piekst ihn zumindest ein bisschen. Pieksen würde mir reichen. Hauptsache Schmerz. Für Niduril weiblich. Männlich. Entschuldigung. Bevor er sich zu Nidoking entwickelt, das wollen wir ja nicht. Das ist ja das, was wir vermeiden möchten. Nidoking meine ich. Nidoking, nicht Nidoking. Quatsch. Wir sind doch nicht bei Pokémon hier. So, Nirnwurz, nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal zum Stiftsvogt. Und hören uns an, was er zu sagen hat. Beziehungsweise eher, was Ras mit dem Verräter macht. Das ist ja auch interessant. Das Auge der Königin, meinen Sohn des Verrats zu beschuldigen. Ja. Das Auge der Königin. Wie kann er es wagen, sich nach seinem Eintreffen nicht vorzustellen? Und wie kann er es wagen, meinem törichten Sohn etwas so Schwerwiegendes wie Verrat vorzuwerfen? Die Königin wird davon erfahren, das könnt ihr mir glauben.
Ja, bestimmt, aber Nedoril ist mehr als töricht. Er hat einen Hochelfen getötet und arbeitet mit den Seekrecken zusammen. Seekrecken? Und all dieser Unsinn von wegen der Überlegenheit der Altmeer und jetzt auch noch Mord? Ich bin der Stiftsvogt von Relentil. Ich habe einen Eid geleistet, treu zu dienen und meine Gemeinschaft zu beschützen. Wie im Namen der Königin kann ich denn das mit den Taten meines Sohns vereinbaren? Das ist ja interessant. Kaum sag ich was, ne? Wenn Ra's spricht, glaubt ihm keiner. Aber wenn ich noch dazu komme, ne? Wenn die hübsche Bombardina, ein junges, fesches Mädel, dazu kommt, dann ist natürlich dann Credibility, Leute. Credibility. Das ist nichts, bei dem ich euch behilflich sein kann. Oh nee, Doriel, was hast du nur getan? Bitte, ich muss mit dem Auge der Königin sprechen. Er muss Gnade zeigen. Ich bin mir sicher, dass wir einen Weg finden können, um das zu klären. Oh, da kommt auch schon Nedoriel. Tja, euer Sohn muss sich für vieles verantworten, Stiftsvogt. Ich habe mich zu verantworten? Ja. Der Hof des Aufruhrs wird mich zu einem Gott machen. Torheit kann übersehen werden. Mord und Verrat. Bring ihn um. Nicht über wahre Altmeer zu gebieten. Töte ihn. Räudige Katze. Dieser kann nicht Jawohl. Erlauben, dass eure Verbrechen ungesühnt bleiben. So muss das. Nein! Nein! Ich verstehe. Relentil steht treu zur Königin. Jawoll! Manchmal sieht das Auge das Geschwür des Verrats wuchern und muss es herausschneiden, bevor es noch weiter wächst. Diesem tut es leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Hättet ihr Nedoril nicht festnehmen können, anstatt ihn hinzurichten? Auch wenn ich das super toll finde. Blasphemie, Verrat, Mord. Wie viele Verbrechen muss jemand begehen, um die Henkersklinge zu verdienen? Ra's hat entschieden, dass hier eine klare Botschaft nötig war. Feinde der Königin werden nicht geduldet. Ich habe euch selten so ernst gesehen. Ich kenne dich auch erst seit ein paar Stündchen, aber ich finde dich trotzdem voll cool. Verrat und die Gerechtigkeit der Königin sind ernste Angelegenheiten. Ra's wird selten in diese Rolle gezwungen, doch er sehnt sich nie nach ihr oder freut sich gar, die Klinge zu führen. Ein notwendiger Teil meiner Arbeit, ja? Gibt es sonst noch etwas, was ihr gerade von mir wollt? Nein. Ra's wird den Stiftsvogt treffen und die Königin benachrichtigen, bevor er weiter dem Hof des Aufruhrs nachgeht. Ihr solltet nach Arteum zurückkehren und den Psychikern sagen, was wir erfahren haben. Aber lasst euch gesagt sein, Fünf Krale. Bei dieser ganzen Sache will Ra's einfach nur fauchen. Ich bring dir ein Wollknäuel mit. Dann bist du besser drauf. Hoffe ich. So, ja, der ist... Ne, also... Wer... Soll ich noch eine Putzfrau rufen oder so? Apropos, kann ich das hier... Nicht mal mit, ne? Ich meine... Das war eh Nedurils Truhe, oder? Glaube ich zumindest. Oh, eine Nähtasche für unterwegs. Das kann man immer gebrauchen. Solche Sachen kann man immer gebrauchen. Ja. Morgen kehren wir zurück nach Arteum. Und berichten über die Seekrecken. Ja, das war's. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Und ich würde mich sehr über eine positive Bewertung und einen Kommentar freuen. Hab noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Tschüss.